Hallo allerseits, ich bin heute bei LG auf der Roadshow in München und hier bei Marco Albert für die Monitore von LG zuständig. Es gibt 4 Neuigkeiten, die wir uns hier jetzt anschauen wollen. Ja, wir gehen einfach mal rum. Und zwar, unsere erste Neuigkeit ist hier, 24-Zoll-Gerät. 24? Nur als Business-Monitor oder was ist das hauptsächlich? Ich sehe schon Gaming wahrscheinlich. Genau, das gehört zur neuen LG Ultra Gear-Serie, also Gaming 24-Zoll. Zum Einsteigerpreis weit unter 200 Euro, soll halt auch, auch E-Sportler ansprechen. Welche Taktrate hat er dann? Was kann er? Also er kann bis zu 144 Hertz, er unterstützt FreeSync, er hat ein Full-HD TN-Panel, also 1920x1080 und natürlich alle wichtigen Anschlüsse wie HDMI, Displayport und so weiter. Gut. Wann kommt der raus? Der sollte jetzt ab April verfügbar sein. Ab April, ja. Nächst Größere, was gibt es als Weiteres? Also wir können, wenn wir uns zum ganz Großen hinarbeiten wollen, sollten wir vielleicht so rumgehen. Ja, genau, gehen wir mal durch. Das ist jetzt hier nichts Neues? Ja, den gibt es schon eine Weile. Das ist der 4K von LG. Den gibt es in verschiedenen Ausstattungen, schon seit einem halben Jahr ungefähr. Mhm. Neu ist der 32 Zoller hier. Das ist ein 32 Zoller mit einer 4K-Auflösung. 32 UL750. Das Besondere bei dem Monitor ist, dass es kein LG-typisches IPS-Panel, sondern ein VA-Panel hat. Bedeutet in dem Fall erstmal vom Design her nicht ganz so außergewöhnlich wie die bekannten Modelle. Man sieht es hier auch am Fuß. Der ist aus Plastik und nicht aus Metall. Das Besondere daran ist aber, dass er dadurch mit 750 Euro verhältnismäßig günstig ist. Mhm. Gut. Und der ist auch dann hauptsächlich fürs Gaming gedacht oder für was ist der jetzt positioniert? Der läuft jetzt zwar eine Demo fürs Gaming, aber er ist eher für Business-Anwendungen. Für Business, mhm. Ja. Also ein schönes mattes Display. Genau. Ja, dann, das ist der große Bruder von ihm, das ist der 2059. Der hat auch Nano-IPS, das bedeutet einen sehr hohen Farbraum, man kann ihn auch für Fotobearbeitung und so weiter nutzen. Ist jetzt seit Januar schon im Handel, also keine wirkliche Neuigkeit. Mhm. Kommen wir dann zur erfolgreichen 34 Zoll Ultrawide-Serie. Da gab es ja den berühmten 34 UC99, der in den letzten Jahren verkauft wurde. Und da gibt es jetzt sozusagen den Nachfolger, das ist der 34 WLR850, auch wieder ultraweit, 3440x1414 der Auflösung. Soll auch unter 1000 Euro in den Handel kommen. Gut, und jetzt sehen wir hier hinten schon das absolute Highlight. Absolute In ultrabreit, ich errate jetzt mal, ich glaube 49 Zoll waren das. Genau, 49 Zoll. Ja. Ich habe schon einmal einen 49 Zöller gesehen, der hat allerdings dann, glaube ich, bloß die doppelte Full-HD-Auflösung gehabt und die hat jetzt mehr. Der hat jetzt 5120x1440 in der Höhe. Wow, das heißt also im Endeffekt umgerechnet zweimal ein 27 Zoll Monitor, habe ich mir schon verraten lassen, zweimal Full-HD mit 27, nee, zweimal QHD dann mit 27 Zoll. Genau. Die heißt offiziell, muss ich mal hier aufs Typenschild gehen. Ich kann es mal vorlesen, 49 WL95C. Lässt sich leicht merken. Ja, die Namen sind immer wieder schwierig. Aber genau. Die Dimensionen sind schon fantastisch in diesem Format 49 Zoll. Das ist 1,25 Meter in der Diagonale. Und den verwende ich dann hauptsächlich fürs Büro oder für was? Also fürs Büro, na klar, wenn man zwei Doppelschirmlösungen ersetzen möchte. Natürlich fürs Gaming. Man sieht es auch, bei so einem Rennspiel hat man natürlich eine sehr periphere Sicht. Also sehr immersiv, das heißt, glaube ich, Spielerlebnis. Und wann kommt der auf den Markt? Wir hoffen, dass er ab Mai lieferbar ist und der Preis liegt dann bei 1.299 Euro. Gut. Ja, das Format könnte ich mir am Schreibtisch schon vorstellen. Sprengt zwar fast ein bisschen in den Schreibtisch, aber reizvoll wäre es. Ich habe schon mit einem 34 Zöller gearbeitet daheim, leicht gecurved, das macht auch Spaß. Aber in dem Format muss ich unbedingt mal ausprobieren demnächst. War ein interessanter Ausflug in die Neuheiten der Monitore. Ich bedanke mich bei Marco Albert für die Neuheiten hier bei LG. Sehr gerne.